Hallo ihr Lieben, hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei. Schön, dass ihr diese Woche wieder dabei seid. Ich hatte euch letzte Woche angekündigt, dass es diese Woche um Spinnproben gehen würde und dass ich euch einen Trick zeige, wie ihr schnell eine Probe des Garns erstellen könnt, das ihr gerade spinnt, beziehungsweise selbst wenn ihr Single spinnt, schnell eine Probe erstellen könnt, um zu sehen, wie euer Garn aussieht, wenn es fertig ist. Und im Laufe dieser Woche habe ich mir überlegt, dass ich euch noch ein paar andere Sachen zeigen möchte. Also es geht zum einen eben darum, wie kann ich ein WPI messen, wie kann ich das Garn, die Garnstärke bestimmen, die ich gerade spinne, aber auch noch so weiter ein bisschen darum, wie kann ich Projekte vorbereiten oder auf Projekte hin spinnen und was ist überhaupt eine Spinnenprobe und welche Arten von Spinnenproben gibt es und was ist überhaupt der Sinn dabei, wenn ich wirklich plane, was ich spinne. Okay, das erste ist super einfach und geht super schnell und gibt euch einfach viel Ausschluss. Also ich finde, es ist Aufschluss über das, was ihr tut, und ich finde, es ist einer der wichtigsten Tricks in der Handspinnerei. Das funktioniert sowohl mit dem Spinnrad als auch mit der Handspindel, und es geht schlichtweg darum, dass wenn ihr euren Faden spinnt und selbst wenn ihr den schon auf die Spule laufen lasst, nicht vom Spinnrad verletzen lassen, könnt ihr anhalten und einen Teil eures Fadens wieder zurückholen. Und ich halte, achte darauf, dass ich das zwischen der rechten und der linken Hand hier immer auf Spannung halte und habe das Fadenende hier in der linken Hand und ziehe mir etwas Faden von der Spule und lege diese beiden Fäden übereinander. Und mit der rechten Hand kann ich das jetzt so ein bisschen andrehen. So in Verzwirnrichtung. Also so, dass das Ganze schon einen Touch von dem bekommt, was verzwirnt ist. Und dann kommt der Trick, ich lasse nämlich mit der rechten Hand los, wobei hier mein Fadenende ist. Und lasse mit der rechten Hand sich den Drall etwas verteilen. Mit der linken Hand muss ich immer festhalten. Wenn ich loslassen würde, würde der Drall entweichen. Ich möchte aber den Drall, wie er ist, wie er war, wie ich ihn gesponnen habe, in diesem Faden habe. Denn dann, wie ihr seht, habe ich einen ausgeglichenen Faden. Und ich kann diese Probe abmachen und ich habe eine Vorschau von dem, wie mein Garn später fertig aussehen wird, und kann diese natürlich auch messen. Ihr könnt mit dieser Methode natürlich auch ganz einfach Proben von dreifädrigen Garnen, also dreifach verzwirnten Garnen, erstellen. Das ist gar nicht so schwer, wie es sich anhört. Ihr braucht nur einen etwas längeren Faden, um die Probe zu machen, je nachdem, wie lang die Probe sein soll. Und die muss gar nicht lang sein. Also da reichen 10, 20 cm. Das heißt, ihr braucht ein bisschen mehr Faden als für die zweifädrige Probe, weil ihr ja mehrmals falten müsst. Und ich trenne immer die Fasern, die ich gerade verspinne. Ich trenne immer die Fasern, die ich gerade verspinne, ab, damit ich da kein Chaos habe später. Und ich halte das Ende fest und ich falte quasi zweimal. Ich ziehe einmal mit dem Finger rüber und mit dem anderen Finger halte ich die beiden Fäden zusammen und falte nochmal ein. Und erstelle quasi eine Probe, die ja wie Navajo verzwirnt ist. Und lasse sich das langsam in die Richtung verzwirnen, in die es sich verzwirnen möchte, und kann dem Ganzen dann wieder den Drall ein bisschen verteilen und habe eine dreifach verzwirnte Spinnprobe. Das Ganze könnt ihr natürlich genauso gut mit der Handspindel machen wie mit dem Spinnrad. Auch da könnt ihr dreifädrige Proben spinnen, wenn ihr einen Faden habt, der lang genug ist, und ihr könnt eure Spindel wieder parken und mit den Fingern eine Schlaufe bilden. Und in diesem Fall könnt ihr sogar den Haken zur Hilfe nehmen, indem ihr die Schlaufe unten im Haken befestigt und die drei Fäden
mit den Fingern haltet. Und ich entferne noch meine anderen Spinnfasern. Und die Enden kann ich dann auch zusammennehmen und das Ganze sich eindrehen lassen in Ruhe, bevor ich es dann vom Haken runternehme und meine Spinnprobe abtrenne. Und auch dann habe ich ein dreifädriges Garn mit der Handspindel gesponnen. Ich kann jetzt diese Probe messen und sehen, ob das meinen Vorstellungen entspricht. Und das kann ich entweder mit einer WPI-Schablone. Und an der Stelle sei noch mal ganz kurz erklärt für diejenigen, die danach gefragt haben. Beim WPI geht es um die Dicke des Garns. Das heißt, wie viele Garne im Prinzip oder Fäden davon nebeneinander passen würden. Und die Größe der Schablone hat damit nichts zu tun, sondern es geht um den Inch, um den Abstand. Und es sollte also keinen Unterschied machen, ob ich einen Inch auf meiner Stabschablone abmesse oder auf einer Karte wie dieser. Ich kann aber auch eben ein WPI dann anhand von so einer Schablone messen, indem ich meinen Faden auf die Schablone lege und versuche abzumessen, was für eine Stärke der Faden hat. Der hier würde wahrscheinlich als Worsted durchgehen. Er ist, naja, etwas schmaler als 12 auf der Schablone, aber breiter als 17. Also tippe ich mal so auf 15. Und wenn ich diese Probe habe, dann kann ich mir eben auch sagen, oh nein, da muss ich aber noch mehr Drall in den Faden geben. Oder, nein, den möchte ich aber mit weniger Drall spinnen. Ich möchte eine weniger strukturreiches Garn haben. Das heißt, nicht nur ist diese Probe sinnvoll, um damit den WPI zu bestimmen. Ihr könnt auch die Textur eures Garns oder die Beschaffenheit eures Garns schon vorher planen. Puh, jetzt ist mir der Faden abgehauen. Da war an einer Stelle zu wenig Drall. Und das macht diese ganze Methode nicht nur geeignet für fortgeschrittene Spinner, die wirklich schauen wollen, was für eine Qualität von Garnen sie spinnen, im Sinne von Yarn Weights, sondern auch für Anfänger, die sich nicht sicher sind, ob ihre Garne dem entsprechen, was ein ausgeglichenes Garn sein sollte, oder die einfach ihre eigenen Fortschritte verfolgen und dokumentieren wollen. Und ihr könnt Proben sammeln und dokumentieren, wie euer Fortschritt ist, zum Beispiel auch von dick bis dünn und wie ihr vorangekommen seid. Und ich kann natürlich auch bei neuen Fasern, die ich noch nicht kenne und bei denen ich noch nicht weiß, wie die versponnen wirken, besser und schneller entscheiden, ob mir die Faser, so wie ich sie versponnen habe, gefällt oder nicht und ob sie sich gut anfühlt oder nicht. Und auch das dokumentieren. Jetzt habe ich eine Probe gemacht, die ein bisschen dicker ist und kann die dann eben mit der Probe, die ich vorher gemacht habe, vergleichen und entscheiden, was mir besser gefällt. Und entscheiden, ob ich genug Drall drin habe. Das Schöne was daran ist, dass diese Methode unheimlich schnell geht. Und ihr könnt das mit der Handspindel genauso machen. Ihr könnt einen Faden spinnen, wie hier, und könnt die Spindel parken und könnt mit eurem Finger die zwei Fäden übereinander legen, ein bisschen nachhelfen mit der anderen Hand und sich die Fäden miteinander verdrehen lassen. Und hier haben wir dann eine Probe, die fast schon Lace-Qualität hat in ihrer Dünne. Und diese kann ich dann von dem Rest des Garnes trennen und an der Stelle, an der ich das Ganze getrennt habe,
ganz einfach wieder weiterspinnen. Und kann so verschiedene Proben sammeln. Ich kann verschiedene Proben sammeln, entweder zu einer Faser, zu einem Farbverlauf, oder aber einfach auch eben zu meinen eigenen Fortschritten. Und was ich gerne mache, um eine wirklich gute Übersicht zu haben, auch über die verschiedenen Fasern, die ich schon gesponnen habe, ist mir wirklich eine Dokumentation anzulegen. Und das geht so einfach und das gerade mit diesen schnellen Spinnproben kann das jeder für sich zu Hause machen, indem ich einfach Karteikarten erstelle, indem ich draufschreibe, was für eine Faser ich versponnen habe. Und wie diese Faser präpariert war zum Beispiel, habe ich hier immer noch notiert, ob sie gekämmt im Band war oder kadiert. Und dann eben verschiedene WPI-Stärken gesponnen und diese an der Karteikarte befestigt. Und das könnt ihr dann mit allen möglichen Fasern machen, die euch unterkommen. Ohne viel Aufwand, ohne dass ihr hunderte von Gramm unterschiedlicher Garne spinnen müsst, um davon dann immer etwas abzuspeisen. Sondern es braucht wirklich dann pro Karte nur 10, 20 Gramm, eigentlich nur 10, wenn überhaupt, Gramm Garn, um diese Proben zu erstellen. Und nicht nur das, wenn ihr diese verschiedenen Proben gesponnen habt, könnt ihr natürlich daraus eben auch zum Beispiel diese WPI-Schablonen machen, indem ihr solche bastelt, wie ich sie euch im letzten Video gezeigt habe. Und ihr könnt dann eben vorsätzlich bestimmte Stärken spinnen und das entsprechend messen. Und es ist eine super Übung, weil nicht nur könnt ihr eure Fortschritte dokumentieren, ihr könnt auch gezielt üben, bestimmte Stärken zu spinnen und das macht euch natürlich besser. So, nun habe ich ja vorhin von einer kleinen und einer großen Spinnprobe gesprochen. Das deshalb, weil es natürlich für manche Projekte sinnvoll sein kann, eine Spinnprobe zu machen, mit der ich genug Garn habe, um eine Maschenprobe zu erstellen und wirklich zu sehen, wie das, was ich da produziere, später auch gestrickt aussieht. Warum? Weil es sein kann, dass ihr für bestimmte Projekte spinnen wollt. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten quasi. Die erste Möglichkeit ist, ihr bekommt einen Kammzug oder ein Vlies in die Hand, ihr spinnt einfach drauf los, ihr guckt später, was ist daraus für ein Garn geworden. Quasi ganz intuitiv, was auch super ist. Und was ist später daraus für ein Garn geworden? Und dann habe ich, weiß ich nicht, mein fertiges Garn. Das ist so eins, was ich einfach so drauf los, ohne Plan gesponnen habe. Und dann gucke ich mir das Garn an und dann überlege ich mir, daraus könnte ich das und das und das machen und suche dann entsprechende Anleitung und verstricke das. Das ist genauso wie diejenigen, die einfach ins Geschäft gehen und sich ein Garn kaufen, und weil sie es schön finden und dann erst überlegen, was sie daraus stricken. Aber das Ding ist, es geht natürlich auch andersrum. Es kann halt sein, und da gibt es dann wieder eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ihr habt schon mal etwas gestrickt oder ein Garn verarbeitet und möchtet entweder das weiter stricken mit handgesponnenem Garn oder ein Garn spinnen, was dazu passt. Und oder ihr möchtet das nochmal stricken mit aber einem ähnlichen Garn. So. Und jetzt kam natürlich die Frage auf, das habe ich auch in einem von einigen von euren Kommentaren gelesen. Wie vergleiche ich das denn jetzt, beziehungsweise auch wie berechne ich den Verbrauch? Okay, um darauf einzugehen. Vergleichen kann ich also zum Beispiel den WPI. Und da ist natürlich jetzt die Frage, habe ich den oder habe ich den nicht? Wenn ihr schon etwas gesponnen habt und ihr, wenn ihr etwas verstrickt habt und ihr habt noch einen Rest Garn davon, könnt ihr natürlich dieses Garn messen, bestimmen, ob das einfach oder zweifach oder dreifach verzwirnt ist, etc. pp. Und darauf hinarbeiten, wenn ihr den WPI dieses Garns habt, dass ihr ein Garn mit dem gleichen WPI spinnt und einem ähnlichen Farbverlauf etc. Das hängt dann natürlich auch noch mit Färben zusammen, um damit das Projekt weiter oder zu erarbeiten, an dem ihr gearbeitet habt, mit einer ähnlichen Garnqualität. Das habt ihr natürlich nicht immer. Wenn ihr jetzt
eine Anleitung aus dem Internet habt oder aus einer Zeitschrift oder aus einem Buch, dann ist natürlich in der Regel das Garn dort mit Lauflänge angegeben und es ist ein bestimmter Verbrauch angegeben. Und ihr könnt über den WPI, zumindest ist mir noch keine sinnvolle Möglichkeit untergekommen, auch nicht daraus schließen oder errechnen, was für eine Menge an Garn im Gegensatz zu der, die in der Anleitung angegeben habt, ihr verbrauchen werdet. Puh, was ein Satz. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück, denn das führt in die gleiche Richtung, in die die zweite Möglichkeit geht, nämlich, dass ihr eine Anleitung habt, die ihr schön findet, also ein Projekt, das ihr schön findet, und das Garn, mit dem das verarbeitet ist, ob jetzt Material oder Aussehen, Textur, euch aber gar nicht gefällt und ihr einfach ein Garn spinnt, das ihr meint, das für euch zu dieser Anleitung passt, und erst wenn das Garn fertig ist, schaut, wie ihr das Garn mit oder die Anleitung für dieses Garn anpassen könnt. So wie wenn ihr im Geschäft einfach irgendein Garn kauft, was eigentlich nicht so eins ist, wie in der Anleitung angegeben. Und schlussendlich hat das immer etwas mit Vergleichen zu tun und schlussendlich werdet ihr immer eine Maschenprobe machen müssen. Und ich weiß, kommt jetzt großes Buh, aber ganz, ganz ehrlich, gerade wenn ihr euch die Mühe macht, ein Garn eventuell sogar zu färben, zu spinnen, zu messen und da einen enormen Prozess auf euch nehmt, um etwas zu produzieren, was wirklich, wirklich handgemacht ist, dann nehmt euch auch die Zeit, eine Maschenprobe zu machen, beziehungsweise Spinnproben zu machen, eine Maschenprobe zu machen. Und ich versuche einfach jetzt mal, oder ich hoffe, dass es mir gelingt, euch etwas Lust auf Maschenproben zu machen, weil es einfach eure Arbeit, weil ihr einfach eure Arbeit damit enorm wertschätzt. Und es wäre einfach zu schade, wenn ihr euch unheimlich viel Mühe mit einem Garn gegeben habt und dann etwas daraus strickt, was euch überhaupt nicht gefällt oder was überhaupt nicht zusammenpasst. Und dann kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen auf die Zahlen, wenn wir über die Maschenproben gesprochen haben und wie man da dann eventuell nochmal rechnen und vergleichen kann. Okay, eine Maschenprobe zu stricken braucht nicht viel Garn. Eine Maschenprobe wie diese hier zum Beispiel wiegt nur ungefähr 10 Gramm und 10 Gramm sind wirklich nicht viel Garn und unheimlich schnell gesponnen. 10 Gramm sind ungefähr so viel Wolle und die sind ja nun mal wirklich schnell auf dem Spinnrad oder sogar auf einer Handspindel. Also auch auf einer Handspindel 10 Gramm zu spinnen, dauert echt nicht lange. Und das Einzige, was an der Spinnprobe lange dauert, und jetzt kommt die kleine Krux, wäre dann das Waschen und Trocknen, weil natürlich das Trocknen von Wolle immer ein bisschen länger dauert. Und ihr auch die Spinnprobe zumindest kurz baden solltet. Das heißt, ihr müsst sie nicht lange irgendwie einlegen, aber ich würde sie einmal nass machen, so wie ihr das mit einer Maschenprobe später auch macht. Auswringen, vorsichtig ausdrücken und zum Trocknen hinlegen, auslegen. Ruhig auch auf eine Heizung oder so, sodass sie ein bisschen schneller trocknet. Aber damit sich durch die Feuchtigkeit, ihr könnt sie auch einsprühen zum Beispiel, aber damit sich die Fasern ein bisschen legen, damit sich der Drall ein bisschen legt. Gerade weil bei einer Spinnprobe wahrscheinlich der ganze Prozess ein bisschen schneller abläuft, als wenn ihr jetzt ein einfaches Garn spinnt. Und wenn die getrocknet ist, wie gesagt, das ist also wirklich das Einzige, wo ihr warten solltet, dann könnt ihr auch schon eure Maschenprobe stricken. Und ganz, ganz ehrlich, so eine Maschenprobe wie die hier oder die, und ich habe all die Maschenproben, die ich euch jetzt zeige, diese Woche gesponnen und gestrickt, nebenher. Und gerade die aufzubewahren, dann eventuell eben zusätzlich mit so einem Strang. Und das dauert wirklich nicht lange. So eine Maschenprobe zu stricken dauert höchstens 20, 30 Minuten, je nachdem, wie stark das Garn ist. Bei so dickeren Garnen wie dem hier geht das natürlich noch schneller und ist wirklich zwischendurch gemacht. Ich habe manche von diesen Maschenproben gemacht, während ich an der Schule auf meinen Sohn gewartet habe. Und das Gleiche gilt für die entsprechenden Spinnproben.
mit einer Handspindel gesponnen, während das Spaghettiwasser ist immer mein Lieblingsbeispiel, wahrscheinlich mache ich zu oft Spaghettis, kocht. Oder ihr Milchreis umrühren müsst. Oder. Das sind perfekte Zeiten, um solche Spinnproben zu machen. Und auch gerade zum Beispiel, wenn es teure Fasern sind. Oder wirklich auch eure erste handgefärbte Wolle. Nehmt euch die Zeit. Ich versuche sogar meistens, wenn ich meine Fasern verkaufe, Fließ- oder Kammzüge, haben die oft ein paar Gramm mehr als in der Artikelbeschreibung angegeben ist. Das heißt, da sind halt auch immer mal sogar 5 bis 10 Gramm Luft, um solche Proben machen zu können. Die gebe ich euch quasi umsonst, also macht sie. Nicht immer, ne? Aber gerade Fließe fallen auch gerne mal so aus, wie sie möchten. Aber ihr habt damit eben die Möglichkeit, wirklich, wirklich zu planen, wo ihr hin wollt. Und gerade auch dann, wenn ihr zum Beispiel mit farbigen Proben arbeitet, wie denen, und mit welchen Nadelstärken ihr arbeiten wollt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das mit den WPIs? Woher weiß ich denn dann, was ich für eine Nadelstärke benutzen soll? Oder wie kann ich mich denn überhaupt orientieren, wenn da jetzt in der Anleitung steht, ich will brauchen Garn mit 150 Meter pro 50 Gramm Lauflänge? Und so weiter. Wie sind da überhaupt die Vergleichsmöglichkeiten? Ich versuche euch jetzt ein paar Hinweise zu geben. Das erste ist, ihr müsst immer aufs Material achten. Wenn in einer Anleitung steht, das hatte ich jetzt vor ein paar Tagen mal gesehen, dass das Strickstück, in dem Fall zum Beispiel ein Pullover, ein luftig lockerer Pullover, aus Mohairgarn gestrickt ist. Und dafür ein Verbrauch von ungefähr 200 Gramm von diesem Mohairgarn berechnet wurde. Und das Mohairgarn hat eine Lauflänge von 200 Metern pro, und jetzt kommt 25 Gramm. Das sind 800 Meter pro 100 Gramm. Das muss man mit einem Merinogarn erstmal hinbekommen. Das heißt, das sind natürlich auch Vergleiche, die einfach hinken. Und natürlich werde ich, wenn ich Merino oder sogar irgendwas Schwereres wie Lincoln oder sowas verspinne, vom Gewicht her mehr brauchen. Okay, das ist das eine. Das nächste ist, wenn in der Anleitung angegeben ist, Verbrauch 300 Gramm ungefähr. Und ihr nehmt ein Material, das dem, was in der Anleitung angegeben ist, vom Gewicht her oder von der Faserart her ähnelt, dann könnt ihr damit rechnen, dass ihr einen ähnlichen Verbrauch habt, wenn ihr versucht, eine ähnliche Stärke zu spinnen. Okay, wir kommen gleich nochmal darauf, was ist denn, wenn ich den WPI von dem Garn gar nicht weiß. Also, ihr könnt davon ausgehen, dass ihr einen ähnlichen Verbrauch habt. Und logisch ist immer, habe ich einen dickeres Garn, jetzt darf ich mich nicht vertun, nichts Falsches sagen, habe ich ein dickeres Garn, habe ich mehr Gewichtsverbrauch, und habe ich ein dünneres Garn, habe ich weniger Gewichtsverbrauch, aber mehr Lauflänge und weniger und so weiter. Wie vergleiche ich denn jetzt? Und das bezieht sich vor allem auf den Vergleich zwischen Lauflänge und WPI. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe, ist das mit der Lauflänge immer so eine Sache, weil die sich eben gewichtsmäßig je nach Faser doch stark unterscheiden kann. Das wurde aber trotzdem zum Glück hier und da immer mal versucht zusammenzufassen und Vergleichstabellen erstellt. Ich werde euch diese Vergleichstabellen auf meiner Internetseite und unter diesem Video unter YouTube verlinken. Und zwar gibt es zwei, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Die eine ist von der Yarn Craft Council, die die unterschiedlichen Yarn Weight Standards, also diese verschiedenen Klassifizierungen von Lace bis Bulky zusammen mit den WPIs und auch den Nadelstärken zusammengefasst hat. Und man ablesen kann, also verschiedene Standards und Bezeichnungen und dazugehörige Zahlen ablesen kann aus dieser Tabelle.
Und ganz ähnlich ist eine Tabelle, die ihr auf Ravelry finden könnt, unter Help. Beziehungsweise, ja, unter Help und Yarns gibt es auch eine Yarngrade-Tabelle. Und die führt nicht nur die dazugehörigen Lauflängen auf, genauso wie das auch die Tabelle von der Yarncraft Council tut, sondern auch noch einen Hinweis auf die mögliche Maschenprobe. Und das finde ich ganz interessant, denn es ist für die verschiedenen WPIs oder die verschiedenen Standard-WPIs, wenn man so will, sind verschiedene, ist angegeben, wie viele Stiche, also Maschen, potenziell auf 4 Inches oder 10 Zentimeter kämen. Das ist in etwa ähnlich. Ich glaube, 4 Inches sind eigentlich etwas mehr als 10 Zentimeter. Meine ich. Das ist deswegen ganz interessant, weil ihr da natürlich auch nochmal eine Möglichkeit habt, nachzuprüfen. Ich habe das nämlich einmal gemacht. Ich habe geschaut, nachgeschaut auf der Tabelle und habe mir eine Probe gemacht, die ein WPI hat von ungefähr 14. Das ist damit Fingering oder ja Fine, Super Fine. Das kommt also... Die hatte so 14, 15, ist manchmal ein bisschen schwierig. Und dann habe ich nachgeschaut in diesen Tabellen und laut den Tabellen wird die Nadelstärke 3 mm dafür empfohlen. Also habe ich mir eine Nadel mit der Stärke 3 mm genommen. Und laut der Tabelle kommen auf 10 cm ungefähr 28 Stitches. Und drum bin ich einfach hingegangen und habe eine Maschenprobe angelegt, bei der ich erstens die Nadelstärke 3 mm benutzt habe und andersrum. Ha. Und 28 Stiche glatt rechts gestrickt habe. Dafür habe ich mir am Rand, versuche ich immer so ein, ja, nicht Rippenmuster, krausrechtes Muster zu stricken, damit die Maschenprobe ein bisschen glatter wird. Die Maschenproben wasche ich natürlich auch. Waschen und trocknen, ganz wichtig. Ich habe auch gleich da nochmal einen Hinweis. Warum das Waschen so wichtig ist und was es damit auf sich hat, wenn man es nicht tut. tatsächlich ist die Maschenprobe etwas größer als 10 cm, aber ich finde, ihr könnt sehen, dass die 3 mm Nadel super zu dem Garn passt und das ein sehr, sehr schönes Maschenbild gegeben hat. Das Garn ist nicht ganz regelmäßig, es ist ein schönes handgesponnenes Garn aus Schurwolle. Das heißt, so eine Mischwolle, keine bestimmte Rasse. Und ich finde, das gibt eine sehr schöne Maschenprobe. Ich habe sie nicht nochmal gemessen, aber mir ging es ums Prinzip, um zu schauen, einfach kommt das auch wirklich irgendwie annähernd daran. Also das heißt, ich habe da ein paar Tests, ich habe auch noch ein paar andere Tests gemacht, um das einfach so ein bisschen zu vergleichen in ähnlichen WPI-Abständen. Muss sagen, dass die Angaben tatsächlich ziemlich gut sind, die in diesen Tabellen sind. Also die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich gezielt spinnen wollt und das wirklich planen wollt. So, das war jetzt eine Menge Information für heute. Ich hoffe nicht zu viel. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen, so ganz kurz, damit wir alle einen guten Überblick behalten. Macht Spinnproben. Macht kleine Spinnproben am Spinnrad oder an der Handspindel. Geht super schnell. Verbessert eure Fähigkeiten und ihr habt einen Überblick darüber, woran ihr gerade arbeitet. Und Spinnproben sind unheimlich praktisch. Ihr könnt damit eure WPI-Karten selber basteln oder ihr könnt eine Dokumentation wie diese anlegen, was einfach auch total cool ist, weil es erstens super schnell geht und zweitens euch zeigt und beweist, was ihr alles machen könnt und auch was für Fähigkeiten ihr habt. Das macht super, super viel Spaß und bringt eine ganze Menge. Ihr könnt Spinnproben benutzen, um Färbeproben wie diese zu machen. Und ihr könnt kleine Mengen mit der Handspindel spinnen, um daraus, und das ist das nächste ganz Wichtige, um daraus Maschenproben zu machen und einen Überblick zu bekommen, wie ihr euer Garn spinnen solltet oder was ihr für ein Garn braucht, für was für Projekte.
guckt im Internet bei der Yarn Council oder Yarn Weight Council, nee, Yarn Craft Council, meine Güte, Yarn Craft Council und guckt bei Ravelry unter Help Yarns nach den Tabellen, die ich euch empfohlen habe und lest euch den Artikel von Tichiro durch, es ist wirklich super interessant und umso mehr ihr solche Übungen macht und vor allem umso mehr ihr auch zum Beispiel solche Dokumentationen macht wie diese, umso besser wird euer Verständnis auch für die Fasern und für Garn an sich und für Garnstärken und was ihr damit machen könnt und wie ihr es am besten macht. Und die Erfahrung bringt dabei das meiste. Und manchmal ist es dann noch ein bisschen Rechnen. Das kommt dann aber vor allem eben nach der Maschenprobe. Und bei all euren Spinnereien und Probereien und Ausprobierereien wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich auf das nächste Wochenprojekt, wo es um Farben geht und um farbige Fliese verspinnen. Und hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Bis dahin, alles Liebe, eure Shanti. Bye!